Jo, was geht? Neuer Vlog, offensichtlich. Wir starten wieder aus Wien. Wir fliegen nach Rom. Matura-Reise zu siebt. Endlich, ich habe mich hergerichtet. So, jetzt ist es aber 21:17 Uhr und ich habe noch nicht zu packen begonnen. Also machen wir das einmal. Wird Zeit, weil wir müssen morgen um 10 vor 4 außer Haus. Schauen wir, dass wir 5 Stunden Schlaf hinbekommen, vielleicht. Das schaffe ich nie. Ja, egal. Einpacken und let's go, Digga. Den Schlüssel da in den No-Homo-Koffer. 8 Kilo Gepäcklimit. Wieder ausgenutzt, gell? So. Mittlerweile 23:58 Uhr. Was lernen wir daraus? Wir beginnen damit das nächste Mal vielleicht am Vortag. Koffer 7,2 Kilo, also kann ich in Rom auch noch irgendwas kaufen. Und er ist okay voll. Und ja, ich bin müde. 3 Stunden schlafen. Und ab geht's. Wer sitzt neben mir? Ich bin ich neben dir. Dann ist Elias mit Alex. Ich will tauschen. Elias. Ja, gut, Elias. Wir haben alles geplant, alles wird organisiert. Wir müssen die Boardingkarten und jetzt wird alles mal gemacht. Elias, komm ich von so nah. Yo, wir sind am Flughafen. Gate F, wir wissen aber nicht, wohin wir müssen. Hier liegen die Kamera schon. Wir müssen in der Kamera rein. 8 Minuten, wir werden es wissen. Der TikTok-Boss. Er geht für den. Look at this guy. Post it with my brother. He got the mom. Up in the air, bro. Ginger. Oh mein Gott, das ist. Ich schau so wieder weg. Ich schau sofort wieder weg. Na, nochmal dieses Gesicht. Ja, man. Not for the cam, bro. Wir bewegen uns. Shout out to the lady who hooked me up with the camera. Yes, sir. We're really right here. We made it. Will ich soll ich vloggen? We made it, oder? Ich vlogge. Na, wir müssen weitergehen. Ja, ich vlog ihn gehen. Achso, Leute, wir sind hier in Rom. Collab mit mir. Wir sind gerade gelandet. Und ich, von mir wurden gerade schon ein paar TikToks gemacht. He's a 4, ne, he's a 6. Und he's at the airport, so he's a 12. Vergeben. Shoutout. Life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one. Läuft. Es läuft nicht. Was geht, Leute? Wieder so. Was geht, Leute? Les, machst du die Kamera? Nein, geht nicht. Schau, ich will schon so. Wir sind gerade in Rom. Und wir sind auf der Flucht vor der Organmafia. Elias, ich bin ein bisschen kamerascheu. Ich mag die Kamera an sich nicht. Ich hoffe, du spuckst dich drauf. Ich spuck nie drauf. Ja. Warte, so. Oh shit. Talk to him. Geh näher, ja, so, so reden. Wenn die Perspektive. Warte, warte, warte. Es sieht sehr gut aus. Haltest du? Wir sind jetzt in Rom angekommen. Alex, deine Meinung dazu? Fratello, Franculo, Pizzeria. Muss Themen setzen. Jetzt, wir sind angekommen. Jeder sagt oh, das. Wir sind gerade in Rom Flughafen. Jetzt ist alles giftig. Unser Fahrer ist zu spät, aber egal. Wen juckt das, Bruder? Er darf sich erlauben. So Unsinn von Lufthansa. Die haben eine Stunde gedauert. So, wir sind jetzt in Rom. Markus ist auch hier, Bruder, seine Augen. Seine Augen sind nur auf dich. Markus schon alle an, alle.
Aber wir sind gerade erst angekommen. Ist hier so. Ehrlich, ehrlich. Damit das so heißt. Okay, I give water for you. Oh. Don't ever buy no weed from the gas station. Wo ist dein Tesla, kennst du das? Nein, wo dran ist der Tesla? Steckdose ja, Arsch. Ja, selber. Ja, gut, wir sind mal rum. Sag ja. Weiß ja. Fungi, Diavola, Diavola und Margarita. So, hier kommen wir rein. Da ist wer andere. Und das ist unser Gemach. Zum Auflegen. Unser langer Gang. Schuhe abstellen. Bam, mein Zimmer, wahrscheinlich, schauen wir mal, wie der erste Tag ist. Wir haben sogar Netflix, sehr stabil. Bisschen Sicht nach außen. Eh cute. Dann gehen wir weiter. Spiegel. Posing. L. Dann haben wir da das erste Zimmer, oder Dreierzimmer. Auch sehr romantisch, hohe Decken überall, typisch italienisch. Dann ein kleiner Innenhof. So, und dann das eine Bad hat Benny jetzt schon massakriert. Bis der Uhr dunkel. Das ist schöner. Da ist das zweite Dreierzimmer. Nein, was machst du hier? Gib uns ein bisschen Privatsphäre. Sorry, sorry. Kein Problem. Oh mein Gott. Oh. Fucking faggot. Dann, da, Ende des Ganges. Noch ein bisschen Aussicht. Ja. Und noch eine kleine Küche zum Essen. Obst, wieso haben wir keinen Obst gekauft? Ich weiß es nicht. Ja, sehr schön hier. Aber ich glaube, das zweite Klo ist jetzt offen. Ist das zweite Klo offen? Ich will das noch ansehen. Das zweite Klo. Yes, sir. Bist du? Das ist sehr schön. Das ist crazy. Das ist wirklich sexy. Super Unterkunft. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus, würde ich sagen, oder? Heute wird nichts mehr gemacht, glaube ich. Wichser. Wir sind fresh. Alle fresh. Alle clean. Tilo. Daddy Black. Sir. Ja, ja. Das haben wir heute alles schon gesehen, Mann. Wir haben gesehen Piazza Navona, glaube ich, heißt das. Ja. Dann waren wir auch beim Pantheon, aber es war dazu. Und wir sind jetzt bei der spanischen Treppe, haben schöne Bilder gemacht. Schöner Sonnenuntergang. Sehr schöner Sonnenuntergang. Extra geteilt, Elias, von yes, mir. Sir, yes, sir. Da haben Brille wir auch gesneakt. Und wir schauen noch drin. Wir haben Bengalen abgezogen. Ja, Bengalen abgezogen. Zeig die Brille. Brille. Die Flasche. Flasche auch gratis. Ja, die Flasche. Der Schal auch. Jetzt, Elias, wir gehen zum Trevi-Brunnen. Jetzt zum Trevi-Brunnen. It's beautiful, man. Aber erstmal, das ist so schön. Also, wir haben 9.27 Uhr am Sonntag, zweiter Tag hier in Rom. Ich habe gestern nicht wirklich erklärt, was passiert, wie was, wo was wann. 4 Uhr haben Mama und ich Benny abgeholt, sind dann erschwächert. Das Check-in und alles ging alles super, weil wir haben Online-Check-in gemacht und hatten eh nur Handgepäck, also da auch keine Sorgen gehabt. Das Boarding war schon verspätet, bisschen Viertelstunde. Und unser Flug hätte um 6.45 Uhr gehen sollen. Sind wir dann, glaube ich, um
8.06 Uhr oder so gefahren. Hatten halt mies Verspätung und sind deswegen auch später angekommen. In Rom, der Flug war super, keine Beschwerden. Alex und Markus erstes Mal fliegen, abgeholt hat uns einer, der halt das macht für dieses Airbnb, hat uns hierher gebracht nach Trastevere in Rom. Eigentlich eine schöne Gegend, aber man muss sagen, Romstraßen sind einfach nur, also Wien ist schon um einiges schöner von Müll her jetzt, aber naja, ist hier ja alles ein bisschen alt. Gestern hatten wir eigentlich gar nichts mehr vorzumachen, weil wir dachten, dass jeder kaputt sein wird. Aber wir haben noch echt viel hinbekommen, muss man sagen. Wir waren auf der Piazza Navona, spanische Treppe. Am Abend waren wir beim Dings, habt ihr gesehen, beim Trevi-Brunnen. Irgendwas Viertes, was mir nicht einfällt. Sind viel gegangen gestern. 29.000 Schritte. Ja, ich bin sowas um 11:30 schlafen gegangen. Heute um 7:45 aufgewacht. Trotzdem müde. Die Wohnung ist super. Das Einzige, was ich mich beschweren könnte, wäre, dass es ein bisschen dunkel ist und deswegen schwer ist, munter zu werden. Markus, Alex und Benny sind zum Lidl gegangen. Der ist 4 Kilometer weit weg. Ich wollte nicht mitkommen, aber jetzt bereue ich es ein bisschen, weil mir langweilig ist, aber jetzt mache ich halt das. Ja, mal schauen, wann die zurückkommen. Ich habe gefrühstückt, Müsli und Daniel und Adrian, keine Ahnung, ob die wach sind. Das Spiel habe ich schon gesehen. Was haben wir heute vor? Heute geht es ins Kolosseum. Und sonst schauen wir mal, was der Tag bringt. So gestern auch. Habt ihr gesehen, super Pizza gleich gegessen in einem super Lokal am Abend, haben wir bei Mäcki. Fortgegangen sind wir nicht. Eigentlich war das ja der Plan, dass wir gleich am Samstag irgendwo in einen Club gehen. Aber erst wenn wieder alle fit sind, schauen wir mal. Wenn ich mal schaue. We made it. Aber nur wegen guten Beten. Shut the fuck up, man. Elias. Oh Elias, tot. Ja. Tot, Digga, tot. Wer hat was gewonnen? Der da. Wo hat der das Ticket gewonnen? Das einzige Rote an dem sind die Kopfhörer und das ist kein Ticket. So Idee. Wenn ich so rede, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bin ein Wiener. Ich hab hier Rechte, die der da nicht hat. Geh mal weg von der Kamera, sie sind immer so nah. Was sind wir? Sind wir im Gemeindebau? Jetzt erst recht. Forum Romanum. Ja, so schön einfach. Bellissimo. Bellissimo. Wie gesagt, das ist ein Tintenfisch. Wie krass ist dieser Tintenfisch? Kalamari Fritti. Schaut da. Das ist aber schön. Wow, wow.
I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. 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 These bitches love, bitches love Sosa, Rollies and Rovers. These are what you saw, so ich hab die Kamera nicht mit, aber ich mache ein Update. Warte. Was machen die? Also wir würden jetzt nach Hause gehen. Es ist 0 Uhr 14. Benni, ich, TK. Daniel kommt auch noch safe, also. Ja, schauen wir mal. Wir gehen heim. Auf jeden Fall eine erfolglose Nacht, aber. Ja. Bam, zu. Auf Ernst, Gay Club wäre lustig gewesen, aber wären es nicht 20 Euro gewesen. Nein, wirklich, 20 Euro sind kein. Wieso gehst du jetzt doch mit uns? Bruder, ich weiß, wenn ich für den gehe, die bleiben bis 5 Uhr, Bruder. Was für den? Hä? Die bleiben Ulan, ich weiß. Aber was für den? Keine Ahnung. Na, es muss aufhören.